Handballfans sind ganz schön verrückt im positiven Sinn. Diese beiden Mädels waren 13 Stunden unterwegs, um die Löwen im Spitzenspiel gegen Kiel zu sehen. Emily Knudsen und Nanna Nielsen kommen aus Dänemark, genauer gesagt aus Silkeborg und Wehen. Einmal wollten sie die SAP-Arena sehen und vor allem Niklas Landin. Wir beide hatten die Idee, hierher zu kommen, nachdem wir oft darüber geredet hatten. Vor allem wollten wir ein Topspiel sehen. Und besser als Löwen gegen Kiel geht ja nicht. Deswegen sind wir hier. Unsere Freunde haben uns für total verrückt erklärt, als wir ihnen von unserer Reise erzählt haben, weil es ja eine lange, lange Fahrt hierher ist. Und weil sie so viel auf sich genommen hatten, wurden sie sogar von Löwentrainer Nikolai Jakobsson persönlich begrüßt. Nur ihr Liebling hatte vor dem Spiel kaum Zeit für seine zwei Landsfrauen. Emily und Nana waren dennoch happy, so nah bei Niklas Landin zu sein. Als die Fans in der ausverkauften Halle schon auf Hochtouren waren, gab es da noch einen umjubelten Auftritt im Fan-TV. Von der Atmosphäre im Hexenkessel SAP Arena waren die beiden Däninnen restlos begeistert. Diese 60 Spielminuten waren ein einmaliges Erlebnis. Das ist unfassbar, total verrückt. So etwas gibt es nicht in Dänemark. Ich finde diese Stimmung so toll. Am Ende waren sie dann aber genauso enttäuscht wie die restlichen Zuschauer. Statt einer knappen Niederlage hätten die beiden gerne einen Sieg gesehen. Vielleicht ja dann beim nächsten Besuch in Mannheim.